Na, ihr geilen Stechers, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Undertale mit mir, Lunetschi! Jawohl, letzten Mal habe ich ja versucht, irgendwie den Brief von Dings zu kriegen. Das war ja alles mehr Fail. Im Endeffekt habt ihr mir den richtigen Hinweis gegeben. Ich muss einfach weiterspielen und irgendwann kommt das dann. Spätestens nach dem Kampf mit Metaton kann ich mir den Brief abholen. Tralala, möchtest du mitfahren? Ja, natürlich, wir fahren im Boot mit. Wohin geht's denn heute? Wir fahren nach Hotland und los geht das. Da machen wir einfach, Entschuldigung fürs Gähnen, mal wieder im normalen Spiel weiter. Und hoffen, tralala, auf dem Boot tanzen ist ein gutes, gefährliches Training. Dass wir dann auch mal wieder ein paar neue Dialoge kriegen, weil bis jetzt unterscheidet sich das Spielgeschehen bis auf den anderen Kampf noch nicht allzu sehr. Ab und an ein paar Dialoge. Am Anfang war es deutlich mehr, muss ich sagen. Zur Mitte hin ist doch sehr viel Wiederholung dabei. Erstmal speichern wir hier an der Stelle. Der Anblick eines dicken Mannes erfordert deine Konzentration. So. Weil viele meinten von euch auch, ich muss erstmal Alphys richtig kennenlernen. Habe ich ja im Endeffekt schon, aber naja, es geht ja noch weiter, ne? Durch den Kampf mit Metaton erfahren wir natürlich noch einiges mehr. Oh Gott, ich bin gerade so müde. Alphys aktuelle Status, man. Ich konnte eigentlich gegen die Menschen kämpfen sehen. Ja, ja, Alphys. Ist sowieso unbedingt mal. Ich frage dich einfach später. Jetzt rufe ich den Menschen an und werde ihm helfen. Ja, ja. Hilf mir mal. Die Hilfe brauche ich unbedingt. Ganz, ganz dringend. So, Vulkin zieht umher. Verschonen. Was können wir denn machen? Kritisieren, umarmen, aufheitern, aufheitern. Du sagst, Vulkin ist leichte, tolle Arbeit. Deine Attacken werden extrem. Oh. Ah, gebe mein Bestes. Vulkin spaziert um dich herum. Verschonen wirst direkt. Zack, 40 Gold. Bam, bis ins Gesicht, Alter. Ich rufe ihn in einer Minute an. Ja, dann mach mal. So, schwuppdiwupp. Hui. Das geht aber flott hier. Flotti Karotti, du, sag ich doch mal. Wir brauchen endlich mal ein bisschen mehr Defensivzeugs, wa? So, speichern natürlich. Und einfach weiterziehen. Ich will das nicht machen, Mau. Okay, genau, wir müssen jetzt hier rüber. Ich sprinte jetzt einfach nur mal mehr oder weniger durch. Thunderplane ist im Weg. Thunder! Thunder! Thunderplane! Ha! Thunderplane are on the roof. Thunderplane are rogue. Aber nicht mit Absicht. Thunderplane ist, vielleicht flirten wir ein bisschen. Du erzählst Thunderplane, sie habe ein starkes Ruder. Ach du Scheiße, ey. Dieses vertikal und horizontal ausweichen. Thunderplane schaut rüber und erhebt dann ihre Nase. Nee, geht immer noch nicht. Der weiß, was du das hier fällt. Kommst du aber nicht zu, ne? Ey, Mensch. Oh Gott, okay. Ah, ich sehe schon. Aha, wir müssen ein bisschen näher kommen. Thunderplane schüttelt ihre Nase unmissverständlich in deine Richtung. Nähern wir uns nochmal. Du näherst dich, Thunderplane, kommst aber nicht zu nahe. Ey, Mensch. Dankeschön. Oh, guck mal, wie rot sie wird. Thunderplane schaut rüber und erhebt dann ihre Nase. So, verschoben wir direkt. 60 Gold in deine Mutti gestopft. Herrlich, sag ich dir. War hier rechts irgendwas Spannendes eigentlich? Ich guck mal kurz. Ach ja, da war ja die Bratpfanne, genau. Die nehmen wir einfach mit, eine rostige Bratpfanne mitnehmen. Ja, komm. Du willst die rostige Bratpfanne. Und einfach mal die Bratpfanne. Und informieren uns, dass die Bratpfanne Waffe Attacke 10 und jetzt im Teil 4 HP extra. Das ist wichtig. Denn mehr Heilung ist mehr Heilung ist mehr Heilung. Hatten wir vorher den Handschuh, nee, die Ballettschuhe, wa? Haben die, was machen die da für Info? Ballettschuhe, dass nicht sehr gefährlich wirken. Okay. Alles Klärchen. Müssen wir doch irgendwas machen? Eigentlich nicht, oder? Nee. Gut, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Auf nach oben und dann nach links, meine Freunde. OMG, ich halte eine Hand für 5 Minuten auf der Taste. OMG, ich werde das jetzt gleich machen. Ich werde anrufen. Ja, Alphys, dann ruf uns mal an. Aufgeregt, bevor du die Chance hattest zu antworten. Mensch, 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 Alphys. Jetzt aber. Hallo, hallo, blauen Laser, ich meinte hier Alphys, hi, die blauen Laser werden dir nicht wehtun, wenn du dich nicht bewegst. Orange, du musst dich bewegen und sie werden nicht, geh durch sie durch. Tschüss. Okay, Orange bewegen. OMG, ich habe es getan, bla bla bla. So, und bei Blau. Wartet, hier unten gibt es kein Wetter, warum rief sie an? Ach, fuck, jetzt bin ich im Rock stehen geblieben.
offensichtlich nicht machen dürfen. OMG, OMG, OMG. Hoffel, lol. So, ein Schalter. Jawohl, dankeschön. Cool, cool, cool. Wie war das hier nochmal? Zerschieße das Schiff, bewege die Kisten, um die Mission abzuschließen. Ah, genau, da war ja was. Wie war das nochmal direkt? So geht's ja auch, genau. Man konnte auch die Kisten zerschießen. Da war ja was. Ganz vergessen. Ich dachte schon, man muss es irgendwie... Aber es geht ja auch so. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, muss ich gestehen. So, rüber mit uns. Ring. So, perfekt. Geht alles mit genug Kraft und Spucke. Haben wir noch die Rätsel gelöst? Jetzt können wir direkt durch das Tor nach oben gehen. Und im Endeffekt bleibt ja nicht mehr viel an Schwierigkeitsgrad übrig. Das letzte bisschen war jetzt gar nicht mal so kompliziert. Wir sind ja auch schon langsam Richtung Ende wieder. Also es geht relativ zügig voran. Hm? Oh. Hey, Dunkel, keine Sorge. Licht. Und die geile Kochshow mit Metaton. Oh nein. Beste Stelle im Spiel, ey. Oh ja. Willkommen, Freunde, zur ersten Untergrund-Kochshow. Kochen mit dem Killer-Roboter. Yay. Heizt eure Öfen vor, denn wir haben ein spezielles Rezept heute im Aufgebot. Wir werden zusammen einen Kuchen machen. Das spaßige Jetpack-Abenteuer. Für groß und klein. So, dann müssen wir nur ausweichen. Vor diesen monströs geilen Keksen. Erstmal sind es, glaube ich, nur Croutons oder Krümel-Eier. Ich weiß es nicht. Ui! So, das ist nicht allzu schwer. Diesmal schaffe ich sogar Rekordzeit. Ui! Das ist schön. Und wieder ein paar komische Krümeldinger. Oh, scheiße. Ich bin einmal gegengekommen. Verdammt. Das ist natürlich der schwierigste Teil hier, auch anständig auszuweichen mit der Geschwindigkeit. Aber das sollte alles machbar sein. Perfekt. Opala. Oh, fast. Fast hätte ich nicht geschafft. Die sind immer noch am schlimmsten. Weil man da nicht immer die Lücken findet. Aber hier ist noch relativ easy. Hier ist nur die Geschwindigkeit das Problem. Boah. Perfekt! Bin nur einmal getroffen worden! Yay! Hört, hört! Sieht aus, als ob du mich geschlagen hättest, aber nur weil du Hilfe von dem brillanten Dr. Alphas hattest. Oh, ich hasse es, daran zu denken, was ohne mit dir passiert wäre. Nun, adios! Oh ja, wegen der Änderung hast du noch nicht zuvor eine Kochshow gesehen. Ich hatte den Kuchen schon lange vorher gebacken, also vergiss es. Ja, ja. Ring, ring! Wow, wir haben es geschafft! Wir haben es wirklich geschafft, tolle Arbeit, Team! Nun, ey, lass uns weitermachen! Klick, 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 klick! Direkt durch! Einfach nur noch durchrennen! Perfekt, speichern. Dankeschön. So, was war er denn nochmal für ein kleiner? Hey, ich bin der hitzköpfige Hitzkopf. Denk an meinen Namen. Der hitzköpfige Hitzkopf. Dürfen wir nicht vergessen. Ich liebe Hotdogs. Hey, ist es nicht merkwürdig, auf einem Dach von einem Kerl Schnee liegen zu sehen? Wahrscheinlich ist er einfach zu voll, um sowas zu machen. Ja, klar. Toastige Semmel. Was? Hey, Kumpel, wer ist für seinen Hotdog? Er kostet nur 30 G. Nein. Ja, du musst Geld fürs Spinnen und das Studium sparen. Stimmt. Studium und Spinnen waren da auch noch. Abendessen mit meiner Freundin. Ist das ein Bild von einer Catgirl-Figur neben einem Schlüssel? Hatte ich nicht irgendwas mit dem, warte mal, Item? Zimthase, Mono, Eis, Handschuhe, Hundereste, Verband, Ballettschuhe. Wo war denn das Spinnending? Wir müssen noch mal zur Kiste gehen, um da was ranzupacken, weil wenn der Spinnenboss kommt, sollten wir das Spinnen-Item behalten am besten und es dann einsetzen im Kampf. Das hat man mir auch mal gesagt. Kurz gesagt, 95 plus ein Bild. Post, wie heiße Bilder, hier bin ich und mein Kumpel. Es ist ein Bild von Papyrus, positioniert von einem Spiegel. Er trägt eine Sonnenbrille. Ein riesiger Bizeps wurde in das Bild eingefügt. Der Bizeps trägt auch eine Sonnenbrille. Pyrop springt auf dich zu. Einladen. Du lädst Pyrop zum Rumhängen ein. Sorry, bin total verschnürt. Oh je. Armes Edwardson. Wie wär's denn mit kühlen? Du pustest auf Pyrops, deine Flammen werden kleiner, Pyrops Angriff sinkt. Brrr, was ist los? Oh, was ist das denn? Ach, wir müssen durch die Hitze durch. Okay, habe ich nicht erkannt sofort. Tut mir leid, Spiel. War das jetzt nicht gut? War das gut? Ich weiß es gerade nicht. Alter Schwede. Oh, shit. Ich hab keinen Bock, ich renn weg. Scheiß auf Pyrop, ohne Witz. So, was ist hier?
Napsterblock hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Anfrage annehmen, na klar. Es scheint sich schon selbst abgelehnt zu haben. Aha. Eine Schürze liegt am Boden. Mitnehmen? Natürlich, du willst eine alte Schürze. Perfekt. Alte Schürz. Info. Rüstung, Defensiv, Halt, ein pro Zug. Perfekt, genau. Nehmen wir die Schürze auf jeden Fall. Ziehen sie an. Haben wir ein bisschen mehr Defensive auf jeden Fall. Weil das war mir sonst ein bisschen zu heftig jetzt. Man verliert sehr schnell HP und so kann man sich wenigstens heilen. Ja. Alphys hält mich ja jetzt wieder auf. So. Wie war das Rätsel hier nochmal? Irgendwie so jetzt runter. Und wieder hoch. Und runter. Und im Endeffekt war es das jetzt, glaube ich, oder? Ja, perfekt. So schnell kann es gehen. Beim letzten Mal habe ich ewig gebraucht. Haha. Diesmal ging es wesentlich besser voran. Bla bla bla. Tut mir leid, es ist jetzt, dadurch, dass es aktuell nicht sich wiederholt, relativ langatmig für mich. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch Lust habe, wirklich auf einen dritten Run. Das ist so eine Frage, weil ich weiß nicht, ob sich da wirklich grundlegend viel verändert, wenn ich alles umklatsche, oder ob ich es einfach beim zweiten belassen sollte, aber mal gucken. Oh, sie ruiniert damit Mimimus Charakterentwicklung. Ja. So viel ändert sich in der Mitte eigentlich auch nicht, bis auf die Dates, die ja durch die Freundschaften entstehen, aber wenn ich alles töte, entstehen ja auch keine Freundschaften, dadurch sind die Dialoge auch nicht so anders. Aber mal gucken, werde ich alles noch sehen. Könnt ihr mir ja sagen, ob es sich lohnt, nochmal einen Genocide-Run zu machen. Oder ob ich es lieber bleiben lassen soll und sagt, nö, aber einem reicht's. Das sagt ihr mir in die Kommentare einfach. Blablabla. So. Jetzt kämpfen wir wieder gegen die beiden Hübschen. Das ist ja alles nicht so problematisch. Kumpel, ich kann nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Nicht so. Also nur zwei, ich mag dich wirklich sehr. Bruder, die Art, wie du kämpfst. Die Art, wie du redest. Ich liebe es, mit dir Teamangriffe zu machen. Ich liebe es, hier mit dir zu stehen und unsere Schwerter synchron zu schwingen. Nur zwei, ich will immer bei dir sein. Sorry, erwischt, Bruder, haha. 01. Ja, Bruder? Möchtest du vielleicht ein Eis essen gehen? Nach all dem? Natürlich, Kumpel, haha. Oh, das ist ja süß. Hard Gay Action. 100 Gold, perfekt. Und weiter geht's mit unserer. Ich warte mal, bis ich der Mensch anstellen. Gut, ich habe mich super angestellt, muss ich sagen. Der Kopf war super. Bla bla. So. Und jetzt schon wieder dunkel oder was? Ring. Okay, ich bin zurück. Ein weiterer Fensterraum war es. Keine Sorge. Überlasse es mir. Ich bekomme das schon hin. Och nee, stimmt ja. Hier war ja was. Ernsthaft jetzt? Oh ja. Guten Abend, Schätze und Schnucki. Jetzt wird Tatani live für euch aus dem Studio berichtet. Eine interessante Situation gab es in Ost-Hotland. Glücklicherweise ist unser Reporter für euch live vor Ort. Geschätzter Reporter, finde bitte etwas berichterstattendes. Unser. So, war das hier unten lang? Nee, okay, es war oben lang. Und zwar hier dann weiter. Perfekt. Dann können wir es ja gleich ganz in Ruhe noch durchwursteln. War ja nicht demnächst irgendwo sogar ein Speicherpunkt? Müsste man langsam wieder kommen, Ring. Ich habe bemerkt, dass du in letzter Zeit nachdenklich gewesen bist. Hast du Angst davor, Asgore zu treffen? Nun, keine Angst, okay. Der König ist ein sehr netter Kerl. Ich bin sicher, du kannst mit ihm reden und mit deiner menschlichen Seele kannst du die Barriere platzieren. Also keine Angst, okay. Denk einfach nicht mal daran und lächle. Klick, los geht's. So. Dann gehen wir jetzt auf Etage links 3, müsste es jetzt sein, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, perfekt. Perfekt, oh geil, Spinnenladen. Willkommen in meiner Stube, Lieblingsinteressierter an Spinnengebäck. Alle einen wie eine Spinnen. Aber ich kann hier nichts kaufen. Ah, hier war ja was. Spinnendonut. Oh Gott. Ein bisschen teuer, wa? Oh, ich habe ja schon genug Spinnenscheiß. Ring, hi, Alf ist hier. Der Raum ist genau wie der Raum, den wir vorher gesehen haben. Zwei Rätsel im Norden und im Süden. Weil das kommen, musst du beide lösen. Ebenfalls möchte ich dir sagen, ich mag jetzt nicht einfach so Rätsel lösen zu verraten. Falls aber Hilfe brauchst, ruf mich einfach an, okay? Ich warte, ich habe eine Idee. Lass uns auf den Internet befreundet sein. Dann kannst du mir einfach anschubsen, wenn du Hilfe brauchst.
Warte, wir sind bereits Freunde, oder? Ich hab dich dort angemeldet, richtig? Du hast mir die ganze Zeit meine Post gelesen. Nun, ich hoffe, du stimmst mir zu wegen Mimio 2. Natürlich. Mimio 2 ist das Beste. Ja, perfekt. Dankeschön, Spiel. So läuft's doch. Glückwunsch. Ui, die beiden komischen AIDS-Gesichter. Du bist ja mit der Tom Moment, wenn alles zum Beispiel bla bla bla. Genau. Ich stehe auf dem Schlauch, du. Perfekt. So. Jetzt haben wir es auch aber. Alles nicht so schwer. Man muss sich nur mal kurz hinsetzen, 2 Sekunden die Klappe halten und dann geht das eigentlich relativ von alleine. Ja, schön an Blumen geschnubbert, du. Und jetzt gehen wir einfach nur noch ganz rüber, um unseren Ausgang zu zelebrieren. Demnächst müsste irgendwo das Speichern kommen, oder nicht? Ja, perfekt. So, Leute, dann mache ich erstmal meinen ersten Cut. Habe jetzt ein bisschen zusammengeschnibbelt alles und wir sehen uns dann am nächsten Port. Voll ein paar Längen muss man rausschneiden, die sehen sich halt relativ ähnlich. Gut, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal.